Hallo Leibniz-Schule, herzliche Grüße aus unserer Aula, die im Moment genauso leer ist wie die ganze Schule. Nicht, dass ihr glaubt, ich habe die Challenge vergessen. Nein, ich bin am Vorbereiten. Nochmal kurz zur Wiederholung, was war da? Vor den Ferien habe ich die Challenge ausgerufen, eine Corona-Hymne zu schreiben, eine Strophe für unsere Schulhymne, die von euren Erfahrungen zu Hause während des Homeschooling erzählt. Ein Achtzeiler auf unsere schöne Hymne Altes Haus voll Musik. Ihr kennt sie. Wer sie nicht kann, kann übrigens im Internet hier gerne mal nachschauen. Ich habe sie noch mal vorgespielt. Und wer Noten haben möchte davon, ganz exklusiv, gibt es für alle möglichen Belange in allen Tonarten gerne zugeschickt. Einfach bei mir melden. m.gück@leibnizschule.de. Mit Text, mit Akkorden, gerne auch als Klavierausgabe oder Streichtrio, Bläserquintett, alles vorhanden. Aber diesmal geht es um euren Text. Danke an alle, die mitgemacht haben bis heute. Und die Challenge läuft sogar noch die ganze Woche. Wenn ihr möchtet, könnt ihr also auch noch eine Strophe dafür dichten. Ich würde mich freuen. Da haben also jetzt 5. Klässler, 6. Klässler, 7. Klässler, 8. Klässler mitgemacht. Und vielleicht kriegen wir sogar noch ein paar aus den höheren Semestern dazu mitzumachen. Würde mich sehr freuen. Vielleicht sogar ein paar Kollegen. Ehemalige hat sich auch jemand gefunden. Eine Mutter hat sich beteiligt. Also es ist Raum für jeden, der möchte, eine Strophe unserer Schulhymne über eure Erfahrungen in der Corona-Zeit. Und morgen geht's los. Morgen am Mittwoch geht's los. Und zwar findet ihr jeden Tag bis mittags einen Link auf der Homepage der Schule www.leibnizschule.de, ganz einfach zu merken, dem ihr folgen könnt. Und dann, ja, dann haben wir so eine Art Adventskalender, ich nenne es mal Corona-Kalender für euch. Ihr öffnet das Video und damit öffnet sich für euch eine Tür. Eine Tür in unserer Schule. Im Moment sind hier nämlich alle Türen geschlossen und ich dachte, ihr wollt vielleicht doch mal in die Schule gehen. Das könnt ihr auf dem Weg ja tun. Ihr öffnet also die Tür und bekommt von jeweils 2 Personen eine Strophe präsentiert. Jetzt konnten wir uns leider nicht sehen in dieser Zeit, das heißt, ich habe die Texte selber vertont für euch. Ich habe sie musikalisch ein bisschen unterschiedlich aufgemacht, damit es nicht langweilig wird mit der Musik. Der Text ist jedes Mal ganz individuell und ich freue mich, dass wir so schöne, authentische Strophen aus eurem Alltag bekommen haben. Gerne mehr davon. Und ich gebe euch die Garantie, wer mir eine Strophe zusendet, dem werde ich sie auch vertonen. Und wenn wir alle wieder hier sind, wer weiß, vielleicht habt ihr ja sogar Lust, selber eure Strophe dann mal einzusingen. Die Arrangements sind fertig, die Band ist eingespielt, eine Homeoffice-Band zugegebenermaßen, und ihr könnt dann einfach euren Original-Take drauf singen. Aber das ist im Moment noch Zukunftsmusik. Ihr könnt aber jetzt jeden Tag ein Fensterchen nach dem anderen aufmachen, ein Türchen sozusagen in der Leibniz-Schule öffnen, um euch euren Alltag wieder zurückzuerobern, um euch eure Schule wiederzuholen. Und darauf warten wir letztlich alle, unsere Schule wiederzubekommen. Wenn ich dazu mit der Vorfreude einen kleinen Beitrag hiermit leisten konnte, dann freut mich das sehr und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und freut euch auch wieder ein bisschen darauf, wenn wir uns wiedersehen. Mir persönlich geht es so, mir fehlt die Schule, mir fehlen die Schüler, mir fehlen die Kollegen, mir fehlt hier einiges. Mir fehlt mein gesamter Alltag. Und das ist ja auch Schule. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt munter, lasst euch nicht entmutigen und freut euch auf die Schule. Thank you.